Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Boah, hier hätte ich am Anfang so lange gebraucht. Mittlerweile laufe ich da nur noch durch. Das finde ich eine super Einstellung. Begegnest du deinem eigenen Ich, schau ihm nicht in die Augen. Alles klar, werde ich beherzigen. Ist das hier richtig? Wenn du nach dem Nick für die Dauer des nächsten Tests richten wir eine Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Ach, ich weiß es, glaube ich. Im besten Fall verfügst du hinterher über Supergriffe. Im schlimmsten Fall über Tumore. Die schneiden wir wieder raus. So. Eins da unten. Das andere. Da oben. Probieren wir mal. Und auf Wiedersehen, Welt. Nein! Du Welt, wie sie ich dir bin tot. Gefällt. Ah, fuck! Will, ich muss jetzt den Drecksfahrstuhl nochmal ganz nach oben fahren, wo mich dieser Keith Johnson nochmal vollredet. Oh, yes, danke. Ach, verdammte Schitte. So unnötig. Wetten, es ist so simpel so und ich komme nicht drauf. So Leute, ihr habt gerade gesehen, wie unnötig meins gerade war. Mein Gott, ich bin so ein Honk. Mach's gut, Welt. Mach's besser. Bumm. Zack, geschafft. Wie lange hast du dafür gebraucht, um darüber zu springen? Worüber zu springen? Da, wo ich gerade rüber geflogen bin. Ich weiß es nicht, aber nicht lange. Häng nicht auf! Genau. Ah, ich kann mit dem scheiß Würfel nicht hinterher. Oh, super. Er ist unheimlich ins Wasser reingesprungen. Das war doch auch so doof. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da oben. Oder? Oh, shit. Wo muss ich denn hin? Doch, da oben. Oder nicht? Dann ja einfach so und dann. Ja, die Welt, wie sie dir gefällt. Hoppala. Fuck. Und wieder fertig. Nein, okay, nein. Okay, nee, ich ja, hab's gerade nur von der falschen Seite angefangen. Er redet bei mir sowieso noch, also. Yeah. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Ah, so läuft das also, wenn ich ins Feld. Fahr runter! Okay. Hoch, egal. Fahr runter, hoch. Scheiß drauf, ist mir scheißegal. Solange er irgendwas macht. Alles klar. Hoppala, wo muss Mach ich auf. Denn hier hin? Mach auf! Ah! You are here. Okay. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens. Oh, Rückstoßgel, yes! Im letzten Abendteufel haben sie nur. Wie wird diese Aussage gelassen? Das zeugt erst auf die Menschheit los, wenn es voll ausgereift ist. Ah, so läuft das also. Aufschlussreich, sagt die im Labor. Nein! Oh, holy shit, jetzt bin ich darüber gefallen. Leute, böse Sachen. Meine Güte. Okay. Und alle. Yep. Also das mit dem Rückstoßgel habe ich drauf. Das liebe ich ja. Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Oh, heute habe ich einen guten Tag. Halbwegs. Muss ich hier runter? Ich komme eigentlich ganz gut durch. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen überleg halt, ich ihn da hoch. Ah, das war ich weiß nicht, ich kann ja halt nicht bei dir gucken, weil ich gerade bei mir beschäftigt bin. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleibunterwäsche auf einem der Kraftstühle gesetzt hast, dann hast du jetzt welche. Oh, GLaDOS, hier bist du. Scheiße. Oh, doofe Videofrequenz. Los, 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 nee. Los. Das ist ein Wettrennen.
Oh. Ja, siehst du, Pause drücken, das ist sinnvoll. Scheiße! Fuck! Und fertig! Ab geht's, Glados! Ist Glados schon gefunden? Welt. Scheiße! Ja. Ich bin jetzt gerade mit Glados fertig und in die nächste Welt. Oh, das wird echt... Also, allein, ich muss mal... Ich stopp mal die gesamte Zeit, die ich zum Rendern von allen Videos brauche. Teil 7, das Wiedersehen. Oh Gott. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen knochen. Ne, Jesse, diese Erkenntnis von den Forschern. Falls du mit Rückstoßgel bespritzt wurdest, haben die Menschen im Labor nur eine... Lösung. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Hey! Alle Forschungsbereiche geil, zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Ich spring mal runter. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Ach, verdammt. Ist hier irgendwo in meine Portalfläche. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Ach, der Richtige. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegel... Nein! Die schönen Kegelabende! ...in den nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Wo geht's denn hier hoch? Da oben. Wow, was bringt mir das? Gar nichts. Da oben. Ah! Oh, mein Handgelenk war gerade so geil verdreht. Ah. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Und jumpen. Verdammt, warte mal, wie hat man das denn gemacht? Ich, ach genau, ja, hat er das gemacht. Yeah. Oh nein! Fuck! Oh nein! Ich dummer Idiot, ey. Oh, sag mal! So, und weiter geht's ins nächste Level. Ja. Dafür? Das ist zwei so Minuten? Oh, drei, Alter! Ich lande auf der blauen Farbe und der springt nicht hoch. Lol. Ich bin auch erst genau dazwischen. Ich hatte so zwei Flecken mit blauer Farbe und lande genau dazwischen, aber zum Glück bin ich doch noch hochgesprungen. Ich dachte schon, ich springe nicht mehr hoch. So, jetzt aber BAM!
Gott! Jetzt bin ich auch beim fluoreszierenden Kalzium. Erst. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Na los, spritz auf. Okay, das dürfte reichen. Ich frage morgen mal, was fluoreszierendes Kalzium ist. Du weißt, wen ich meine, oder? Yes, so? Gut. Wen wohl? Nicht wirklich gerade. C. C, aber nicht laut sagen jetzt. Kepler-7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Super, geht doch. Das war easy. Ganz ruhig bleiben, sag ich. Oh, Scheiße. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Ups. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurückkehr. Ja. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So, jetzt kann man das nochmal machen. Boom. Danke. Oh, verdammt. Oh nein, Leck. Leck, nein. Ach, muss jetzt von hier oben blaue Farbe holen. Da drauf klatschen. Hallo. Farbe. Oh, Idiot, Christian. Blau für blaue Farbe. Zack. So. Oh, und jetzt kommt nochmal ganz kurz auf. Ich krieg die Krise. Und dieses Level abgeschlossen. Ich probiere jetzt einfach mal was. Nooooooo! Weißt schon, wie einfach das geht, ne? Moment, das ist jetzt doof. Nein. Soll ich dir helfen? Gott. Gut. Ich bin auch doof, ne? Boom. Ich bin oben. Siehst du? Ich bin schon oben. Hat gefunzt. Immerhin. Bin ja stolz auf dich. Hier runter, ne? Da kann ich nichts hinsetzen. Ja, oh, was war jetzt? Oh ja, sag mal. Wie dumm ich bin, ganz im Ernst. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ein Höschen, wenn ein paar Puppen fliegen, die in Löchern ihrer Rotarbeit haben können. Gib mir den Würfel. Lieber niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschirm. Gib mir den Würfel. Du und ich an sag mal. Dein Schneid imponiert mir. Danke. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Oh, der dritte Schalter. Hoch. Ups. Oh. Scheiße. Gestorben. Warum das denn? Ach, keine Ahnung, weil ich ja gerade irgendeine falsche Reihenfolge von Welten jetzt gerade genommen habe und verdammt. Jetzt nicht mehr so ganz im Blick habe, wie ich jetzt da rauskommen soll, aber doch, das passt noch. Oder? Zack. Ich hab's verstanden. War auch gerade ein bisschen hirnlos von mir, das zu machen.